Etwas von Ferrari wollte ich erzählen. Mit Monatsrang? Na egal, interessiert mich ja nicht so sehr, aber ich werde darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Bevor ich... Ach, die Kurve hier hinten schon wieder. Bevor ich aber von Ferrari und unserem nächsten Wagen erzählen möchte, was ich auch in der letzten Folge schon angerissen habe. Honigleckerei hatten wir schon. Da wäre noch ein Augmented Reality drin. 3500 nur. Ach komm, machen wir es mal. Nö, wir rotieren uns hin. Ja, Ferrari. Vielleicht gönne ich mir einfach den F40 als nächstes als Wagen, weil der 458 Italia könnte schon einer der absolut besten Wagen sein. Und dann gäbe es ja gar nicht mehr so viel Steigerung und... Ach stimmt, wir müssen ja noch die ganzen Missionen für Spike machen. Gut, habe ich auch, du Blödmann. Habe ich ja auch schon ein paar gemacht, aber generell müssen wir, denke ich mal, um dieses... Nein. Um was? Nein. Fahren, siehst du doch. Blöde Tosser. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, wir müssen, nehme ich mal an, um das in Anführungszeichen Ende dieses Spiels zu sehen, einfach alle Missionen bei den diversen Leuten erledigen. Habe ich dich jetzt überrundet? Nee, es wäre zu früh. Entweder bist du rückwärts gefahren, weil wir haben uns doch hier voneinander verabschiedet. Ja, links davon ist noch jemand. Kann man hier auch... Ah, ich stelle den Wagen einfach wieder ab. Der Wagen ist aus, Mann. Wieso fährt denn der Wagen jetzt nicht los? Auch weil ich ihn aus hatte, ne? Das war ja mal knapp. Okay, also währenddessen die uns auf dem Kicker haben, geht das schon mal nicht. Wenn, dann müssen die... Wobei, habe ich das nicht vorhin auch... Moment. In der Abkühlungsphase geht das, glaube ich. Stehe ich mitten auf der Straße? Ah, diesmal haben sie es doch gemerkt. Ja, Moment, Moment, ich muss meinen Gang einlegen. Ach, da ist er ja. Okay. Okay, doch nicht so einfach. Nur Wagen ausmachen heißt nicht gleich automatisch entkommen. Sah zwar in der letzten Folge so aus, ist aber nicht der Fall. Also doch keine einfache Mechanik des Spiels erkannt. Dennoch sind die hier dödelig blöd, die Polizisten und Polizistinnen. Da war ein Werbeschild, das hat mich rechts angeleuchtet. Ich wollte es eigentlich mitnehmen. Boah, der parkt ja, die parken ja blöd. Aber ich hab's mal verschont, weil ich nicht mehr hinkam. So enge Gassen sollten wir uns eigentlich suchen, ne? Hier ist doch eine Gasse, guck mal hier. Neben dem Schild ist so schick. Mann, hast uns verraten, du Pseudospieler. Ich hab doch schon angehalten. Ich fahr jetzt einfach weg. Au. Ich sollte eigentlich mal was Sinnvolles für die Folge tun, oder? Bisher bloß herumgedödelt. Dann fahre ich mal weiter geradeaus. 8 Sekunden noch. Hier ein schöner Platz zum Verweilen. So, mit Blick aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Und dann suchen wir uns mal das nächste Renner. Ich wollte hier Augmented Rally Team machen, aber da kam ja was dazwischen. Deswegen jetzt Teleportation. Ich glaube, AR könnte auch für sowas wie... Ja... eine Art Ranglistenrennen stehen. Sprintrennen. Gib alles oder gib auf. Rase bis zur Ziellinie. Also müssen wir vor den anderen Ziel kommen. Es ist ja kein Zeitfahren. Na sowas. Da sage ich mir, oh, wo kommen die denn her? Die haben ja alle die gleiche Farbe. Das war etwas zu viel. Position 1 von 7 und 6,5 Kilometer fast noch. Boah, ja, balabu. Ach, hier kann man gar nicht abkürzen. Schau, Alter. Okay, die haben also nicht alle die gleiche Wagenfarbe. Oh, das ist geil. Was? Was war denn jetzt los? Hallo? Warum lässt ihr mich so stehen? So, jetzt rangehalten hier. 34 Kontrollpunkte. Kein Wunder, dass es so lange dauert. 5 1/4 Kilometer haben wir noch vor uns. Da wird auf uns gewartet. Nee, doch nicht.
Da sind schon wieder ein paar. Oh, eigentlich wollte ich ja vorbeifahren, aber nö. Oh. Ach, das war wieder so eine fette Laterne, die man nicht umfahren kann. Wie der Wagen auf der Seite lag, wie so ein Käfer. Ich muss nach vorne, Platz 7 von 7, okay. Muss man hier abbiegen? Ja, da vorne ist eine Kurve. Ach, hier, das ist die Ecke von... Ah, hier, da sind wir doch so lange herumgeguckt. Da habe ich auch mal die Corvette auf Full Grip ausprobiert. Was war denn das nochmal für ein Rennen? Oh. War das eine Eddy-Herausforderung? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir das 4-5 Mal mindestens gefahren. Hier um dieses Kunststadionsmuseum herum. Bloß in die andere Richtung. Ich komme mal gerade nicht wirklich zu Patte hier. Allzu viele Kontrollpunkte sind es nicht mehr. Jetzt auf der 3. Ja, aber enge, viele Kurven sind nicht gut. Dafür ist unser Wagen falsch ausgelegt. Das haben wir bei Nakai-sans Porsche gesehen. Jetzt kommt gleich eine Kurve, das kennen wir ja schon. Deswegen kaputt fahren. Mann, wieso muss denn der da im Weg stehen? Wie die davon aufploppen. Polizei, ach, sie haben uns angeguckt. Ein Kilometer noch. Ja, den ersten bekommen wir nicht mehr, den zweiten vielleicht noch. Ja, hallo. Das Geräusch kam passenderweise, davon ist der erste. Zwei Kontrollpunkte noch. Unsere Corvette ist stark. Vielleicht zu stark? Ja, zu stark. Geil. Im letzten Moment auf die 1. Nicht verzagen, nicht aufgeben. Gewinnen. Wie ist das? Gib alles oder irgendwas? Ja, wir haben alles gegeben. Wir haben noch den Sieg auf dem letzten Meter herausgefahren. Und Stufe 42. Gab es nicht bei der 43 wieder was für die Corvette? Neue Teile am Lager. Im Lager. Oh, Krankenwagen kommt schon. Was ist denn hier? Ach, der Bunker. Stimmt, da war ja auch was. Wir stehen direkt daneben, ne? Hinter uns. Stimmt, ja, die haben ja alle groß eingeladen. Der Spike. War das noch das Longhorn oder deiner war es, glaube ich, nicht. Bei Robin waren wir ja schon. Dann gehen wir jetzt mal in den Bunker. Bunker. Der unsichtbare Pförtner macht wieder auf. Ja, die Ecke kennen wir doch schon. Da hat wer da denn Volumen? Verdammt, ich hätte so gerne einen Unicorn RTR. Genauso. Ames. Bau dir doch einen Hunisaurus Rex. Wow. Dafür würde ich dich anbeten. Oh, dann stell dich hinten an, Babe. Hey, warte. Nein, 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 nein. Oder betest du mich etwa schon an? Aus der Ferne und mit großem Respekt. Das ist okay. Da ging ein Schloss auf. Ich meine, ich wusste es, aber ich wollte es hören. Spike. Hey. Alles klar, Mann? Was geht ab? Jo. Hängst du etwa immer noch mit denen hier rum? Mann, sei ruhig. Guck dir, wie Leute Donuts drehen. Yo, Spike. Das hier musst du sehen. Sogar du, Lester, mal wirst Block respektieren. Damit ich mich ganz warm und gemütlich fühle. Guckst du ja? Im Ernst, Mann. Das ist Spitzenklasse. Spitzenklasse. Hab gehört, er soll sich die Straßen absperren lassen und braucht trotzdem einen Tag für das bisschen Schotterfahren. Ganz toll, Mann. Hm? Jeder kann was zusammenschneiden auf dem Laptop und es wirkt gut, weißt du? Was musst du sehen, um überzeugt zu sein? Oh, na, ich meine, lass mal die ganze Videomagie weg. Was bleibt dann? Oh, okay. 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 Hey, pass auf, Mann. Sagen wir, wir drehen eine Fahrt. In einem Take, ohne Schnitte. Ja, klar. Warte. Ein Take, Gymkhana. Das ist kein normales Gymkhana. Wir zeigen nochmal Kens Fahrt, Move für Move.
Okay, du bist verrückt. Oh, Ames hat recht. Du hast einen Verstand verloren. Was jetzt? Schon machst wieder? Du mit? Los geht's. Boom, okay. 1, 2, 3. Wir nehmen eure Entschuldigungen dann an. Okay. Bargeld, Karten, ist alles gut. Ich suche nach Plätzen. Ich melde mich. Wir rocken das. Na, da bin ich mal gespannt, weil Gymkhana hat ja was mit Driften zu tun. Also, was liegt denn da am Boden? Können wir es wieder rausholen? Ah, wir können durchfahren, ist ja doof. Wir können es, na doch, retten, Moment. Komm schon. Etwas mit, Moment, mit dem Auspuff angucken. Brennt's schon? Na gut. Also, wir sollen also ins Internet. Aufgeladen ins Feuer, schwer. Wir brauchen Geld, also... Ich teleportiere mich mal hin, weil ansonsten kommt wieder die Polente an. Und das muss gerade nicht sein. Ein Zeitfahren. In 1:36, wenn ich mich nicht verfranse, sollte das machbar sein. Schöne Felgen und schöner Wagen, immer noch, und das wird auch immer bleiben. Diesmal recht schlicht ohne Spoiler, aber wenn es hier nur solche blöden Theken gibt, dann verzichte ich eben drauf. Oh, hallo. Oh la la. Ah, das kennen wir doch auch aus einem Zeitfahren, was ich schon mal verschmissen habe. Hier oben war die Zieldurchfahrt. Ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Könnte ja mal Nitro geben, ne? Die 400 werden wir zwar wieder nicht knacken, aber wir kommen mittlerweile über die 370, wenn wir nicht wogegen fahren sollten. Autsch! Aber die Scheinwerfer, die funktionieren immer noch. 17 Kontrollpunkte. Wir haben schon 9 hinter uns. 2,5 Kilometer noch Minimum vor uns. Nee. Geht doch. Ach, guck mal. Oh, zu früh. Ja gut, bei solchen Geschwindigkeiten wäre es verständlich, dass man sich da überschlägt, aber nicht in einem Spiel, wo auch gerne mal anderes durchgelassen wird, was eigentlich noch schlimmer ist. 10 Sekunden noch. Um die Ecke müssen wir auch noch. Ich glaube, ich schaffe das. Nicht. Schade. Wirklich schade. Ein Kontrollpunkt hat gefehlt. Aufgeladen ins Feuer. Gescheitert, weil zweimal den Wagen kaputt gefahren, oder war es bloß einmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie eine Rakete. Naja. Bremsen. Oh Gott, da kommt wer raus. Das war doch... Na, raus hier. Wo war denn das jetzt? Wer fiebt denn da so rum? Statt Raserei ist was anderes. Normalerweise kommen wir immer in der Nähe raus. Aber hier ist gar kein Häkchen. Doch, da unten. Nee, den Manticore haben wir auch schon. Das haben wir jetzt nicht gefahren. In Zeitfahren, ja. Irgendwas mit einer Uhr. War es das? Nee. Gerade erst geguckt, das war die Stadt Raserei. Scheiße. Nee, das war es auch nicht. Das auch nicht. Wüsste ich von. Mist. Das da war es auch nicht. Kannst du knicken. Wo war denn der Bunker? War der Bunker nicht hier? Doch, das hier war es doch. Genau, aufgeladen ins Feuer. Hallo. Doch noch gefunden. Ich will es schaffen. Auch wenn ich nicht muss, zumindest jetzt gerade eben will ich das schaffen. Cops geben nicht auf, außer sie geben auf. Pah, das könnte eine Weisheit von mir sein. Ja, jetzt hätte nochmal der Menu anrufen können, aber nein. Später ist es wahrscheinlich wieder zu spät, weil falscher Zeitpunkt. Los, 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 los. Ich muss Zeit gewinnen. Die Kurve kommt gleich, deswegen mal nicht mehr reinhauen. Blöd hängen geblieben. Jetzt geht's ja wieder rauf zur Brücke.
Da schieße ich mir etwas Nitro raus. Stimmt, genau da haben wir mal den Wagen zersemmelt bei diesem einen Zeitfahren. Komm, 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 komm. Ich muss schon wieder Zeit gewinnen, gut machen. Durch den Unfall kostet es uns wohl, was waren es, 5 Sekunden, ne? Ich brauche Nitro. Zum Glück ist es Zeit, Nitro. Lädt schon wieder auf. Diesmal nicht zu sehr auf den Tacho starren. Nein, Robin, jetzt nicht. Ah. Moa. 368. 70, geknackt. Ah. 12 von 17. Ach ja, jetzt kommt ja die Rechtskurve. Da haben wir uns ja vorhin auch niedergelassen. So. Diesmal könnte es was werden. Lasse ich mich mal nicht von diesem geknickten Minikartengedöns da abhalten, irritieren. Oh, ich fahre hier rum. 12 Sekunden noch. Ranhalten. Ja, das schaffen wir. So, und Ziel. Und drehen. Und gegenfahren. Erfolgreich. Ja, wir brauchen das Geld. Wir wollen noch ein paar Wagen kaufen. Also die 10 Plätze bekommen wir doch mindestens in diesem Let's Play voll, oder? Wäre doch gelacht, zumal einige gar nichts kosten. Der Supra ja, 20.000 nur. Oh, hinten wäre noch ein Event, was wir noch nicht hatten. Ein Sprintrennen. Sarko, die auf Speed haben wir doch auch schon mal gehabt. Rase bis zur Ziellinie, immer noch. Oh, wir schieben sogar an. Ist da der Wartbock wieder dabei? Ja, der Volvo. Der Carlos. Dass der hier überhaupt mithalten kann, wir könnten uns ja mal diesen Volvo aufs Maximum tunen, oder? Oder den 1932er Ford? Au. Wobei ich immer noch nicht weiß, die Teile, die man hier in der Stadt sammeln kann. Ist das für diesen Back und oder für diesen Ford, aber die gibt es ja schon zu kaufen, von daher muss es doch noch einen extra Wagen geben, oder? Sind das Teile, die man sich einfach als Leistungsgedönszeug einbauen kann? Na egal, mache ich mir jetzt mal keine Gedanken, jetzt will ich erstmal den Wagen nicht schrottern. 6,5 Kilometer sind es noch und da kann noch vieles passieren. Jetzt kommt erstmal eine Kurve. Hinter uns ist wieder ziemlich viel Luft, das finde ich schön. Und Nitro ist alle. Das finde ich wiederum weniger schön. 100 Sachen haben wir auch gleich. Opa. Oh. Auf zwei Rädern fahren. Und gut. 2/3 haben wir schon. Nee, was? Nee, 1/3, oder? 12 von 33? Ja, 1/3 war es vorhin. Auf der Streckenkarte hat wieder jemand flugs umgelenkt und ich sollte aufpassen, wohin ich fahre. Oh, der Wagen ist immer noch in einem Drift. Jetzt nicht mehr, weil angeeckt. Und auf der Streckenkarte sind unsere Gegner wieder gar nicht zu sehen. Na, die Fahrphysik allein mit der verzögerten Steuerung ist schon sehr eigenartig. Aber wie die Wagen dann von irgendwelchen Objekten abprallen oder manchmal komplett geschrottet werden, das ist ziemlich seltsam. Hätte man besser machen können. An sich ist Need for Speed, dieses hier, sehr stimmungsvoll, finde ich. Sehr schön, gefällt mir, finde ich mich richtig wohl. Bei der ganzen Menüführung und überhaupt dem ganzen Erscheinungsbild, sehr schön. Bloß ich stelle mir so ein paar Fragen, wo ich mir sage, das muss doch nicht sein. Der Baum war jetzt winzig, der ging nicht kaputt, schade. Bei Most Wanted gehen die kleinen Dinger kaputt. Aber wir sind hier nicht in Most Wanted. Auch wenn es hier den... Ah, die Laterne kenne ich auch noch zu gut. Den passenden Wagen dazu gibt. Das ist schon das Ziel. Platz 1 für uns. Super. Du bist voll abgegangen. Mann, poste mal ein Vid von deiner Dashcam. Nee. Eher ein Video von der hinter dem Auto Kamerachen. Wer ruft denn jetzt an? Robin mal wieder? Manu?
Jetzt könnten sie es, ja? Hab gerade Zeit. Mehr oder weniger. Was ist denn das nochmal? Sauber eingefädelt für Robin. Die 250... Da kann ich aber nicht mit dem F40 ankommen. Die 250 PS stehen ja auch noch aus. Das kenne ich schon. Hier unten wäre auch was für Amy. Ah, das haben wir auch schon. Na? Einzelteile schwer. 12.000. Wir machen das einfach nochmal. Aber, oh, ich sehe gerade, nicht mehr in dieser Folge. Ich weiß gar nicht warum. 12.000 ist viel Geld. Wahrscheinlich darum. Dann hätten wir wieder genügend Geld. Für irgendeine Schweinerei. Naja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.